Live. 1, 2, 3, 4, live. Wow. Gesiedermisch. Heyerdermisch. Funktioniert den Chat. Hier sind wir mit Foto. An den Ton als auch da. An den Sinne da lang. Moin Sarah. Moin Jerome. Moin Kritkin Ann. Moin Michel. Moin No Longer Listless. Alexandra. Moin. Das kriegt ein Ann. Moin. Das kriegt ein Ann. Hey, du Pascal hast du. Moin Pascal. Ja, heute war kein Zoom, hä? Fehlt das da? Ich bin froh, dass nicht gestaltet, dass schon schreibt Sarah die Antwort. Ist das nicht fantastisch? Naja, dann machen wir die Kamera um. Hoffentlich klappt alles. 1, 2, 3. Moja. Wie geht es? Was von der ist dann heute? Den 6. Juli 2020. Wie viel Uhr? 3 Minuten ab 9. Kleinere Tag. Ich war hier, ich hatte jetzt viel vergessen, so ein Knäppchen zu trinken. Ich habe gedacht, ja, wenn ihr fängt es all an, wenn ihr könnt live. Ich, du musst ja die Knäppchen trinken. Das ist nicht so einfach. Aber für mich ist es, dass da Zeit für mich hat. Zeit für Ausspruch. Zeit für ein bisschen hier am Videochat zu schnüssen, zu poteren. Hä? Das ist keine normale Kur. Das ist kein Stress, kein Examen. Schaffen wir auch nicht mit einem Programm. All Ideas willkommen, ja? Wenn ihr auch gerne ein Dokument von euch wollt analysieren mit den anderen Teilen, meldet mir Fotoquiz oder irgendetwas Interessantes. Aber ob Lützburg, wenn ich schreibe. Und aufpassen auf den Copyright. Naja, was schreibt ihr mal da schön? Hahaha, ha, ha, das ist ein klassisch weltberühmtes Foto. Ja, das ist aber von Unsplash die Foto da. Ja? Ich mache mal mein Logo weg. Die Platte sind immer dieselbe, von der die Leute Foto holen. Mit sind verschiedene Fotografen. Da sieht er da um Himmel. Also hier ist den Himmel ein bisschen ähnlich. Ja, ich weiß nicht, ob es sich nach lohnt vorzustellen. He? Was gesehen habe ich auf der Foto? Kleinen Tipp, das ist nicht die Rotbrick oder die Rotbrick an der Stadt Lützburg. Boah, Mensch, fall am Wäsch. Ja, Michel, Rudet. Richtig getippt. Sarah, wese doch. Moje Roberto. Moje Liam. Wow, Liam. An Katja ist da. Salut. Nachid. An den Tegram. Ja. Also sind da ein paar, die haben die richtig Antwort hier getippt. Das ist die berühmte Golden Gate Bridge. Zu San Francisco. Mal da gucken wir so, was Wikipedia dazu schreibt. Wie geht das? Ich muss aufpassen, dass ich auf den Ton. Ja. Ich meine, der hört mich einfach noch. Hein?
Moin, Moanessa, merci für den Besuch. Ja, Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge als ein Henkbrick. Henkbrick. Ein Henkbrick als ein Brick, der hier in Tablier und Pottoen hängt, der über den Tablier heraussteht und über die meistens ein oder zwei Hauptkabeln, Drohkabeln gespannt sind. Ah, das ist also so ein Drohkabel. Könnte sich davon hängen. Zu San Francisco. Kalifornien. Der über Golden Gate Meeresstrom feiert, der vom Pazifik. Aus den tiefsten Ozean. Okay. An San Francisco Bay feiert. Sowohl die US Route 101 an California State Route 1 gehen über die Brücke und verbinden die halbe Insel von San Francisco mit Marin County am Norden. Das finde ich heute gelesen, Marin. Wen hat das geschrieben? Ja, Michelle. Golden Gate Bridge from the Marin Side. Ich muss aufpassen, was ich so. Das ist all. Hoffnungslos mei gebildet wie ich. Wie gesagt, ich kenne just oh, wir kennen ich. Hi, hier, nein. Der Bananenjub. Boah. Was schreibe ich mal danach, hi, scheint's. Frisco ist ganz flott, ja. Liam schreibt, das ist nicht wie Göster. Gestern hatte ich ein Tonproblem. Suspension Bridge. Eugenia ist da. Salut, moin Eugenia. Alexandre, ich habe eine Reklame für dich, die DAX Forum RTL Journal könnt. Hast du keinen Bock auf den kanadischen Oven? Hust du es satt? Hust du es satt? Bast du es? Hust du es satt mit deiner Frau oder deinem Mann? Schnissener Potre mam Jerome. All darum 21 Jahre. Alexander, was ist da los? Probleme. Ja, das ist nicht so einfach. Verkehr von nice. Lilia, Asorto, Moyem. Und Giselle. Wow, zu wie viel sind wir lo? Zu 16. Wen hat das gedacht? 16 Leute hier an meinem riesigen Studio. Hast schon einen neuen Trick? Ich weiß nicht, das hat nur. Mein Tricker, da klappt er noch nicht. Echt. Ja, also, Golden Gate Bridge als eint von der bekannteste Symbole. Symbole als sächlichste für eint. Für San Francisco, für Kalifornien, für nicht so von den Vereinigten Staaten. Brick als vom amerikanischen Ingenieur Joseph B. Strauss Entwurf gehen. Das ist das Verb entwerfen, developer. Das ist passiv. As gehen. Ja, leite, developer oder planifier. Der Bau hat 4 Jahre gedauert und demnächst eng 35 Millionen Dollar kostet. Der 27. Mai 1937 gouf sie feierlich angeweiht. Das ist Verb aweihen. Sie gouf angeweiht. Passiv. Mal dann nur der halt muss. 230 Meter heisst. 230 Meter, das ist ja aber heisst, ja. Lang heisst an Dave von der Brick. Impressionant. Eng 30 Ausstreicher sorgen permanent dafür, dass die Brick hier typisch Orangefarbe behält. Ah, dafür hast du das, wenn ich da drüber klicke. Ah, das ist wie Panoramik. Von wem hast du dann? Broken Inner Glory. Von 2009. Aber was geschieht, wenn ich hier auf Zoom drücke? Nicht. Ah, doch, aber. Sind wir zu San Francisco. If you go
To San Fran. Ja. So einfach. Mit einem Klick, schon sind wir da. Impressionant. Ja, an wie von ihr war schon ein Kerl zu San Francisco, ob der Golden Gate Bridge? Impressionant. Boah, ich ging dann raus. An den nächsten Artikel aus San Francisco. Schon ist satt. Ja, richtig, Alexandre. Für was satt, als nicht zum Schluss vom Satz. Wenn du es satt hörst, das nie, also, das man wann. Das ist das Verb hin. Oder schon der Case, schreibt Katja. Katja, du kennst den Ausdruck. Wen hat dir den Ausdruck beibrot? Es gibt so einen ähnlichen Ausdruck auch am Englischen. To be cheesed off, meine ich. Ich hoffe, du hast den Case nicht. Ich hoffe, du hast den Joghurt. Der Pascal, er war zweimal auf der Golden Gate Bridge mit dem Velo. Hast du ein speziell Velospist auf der Golden Gate Bridge? Ja, San Francisco ist ein Staat am Bundesstaat Kalifornien an den Vereinigten Staaten von Amerika, allein an der Westküste vom Land mit 800 24.525 Einwohner, also die feiert gereist. San Francisco wohnen mehr Leute wie zu Lützburg. Der Name von der Stadt kommt aus dem Spanischen, aber bezieht sich auf den heiligen Franziskus, der Franz von Assisi. Sei es mal. Geografie, Geologie, Kuckeswertes. Also, oder dann. Die verschiedenen geografischen Details. Ja, und das Problem ist natürlich, wenn es der Nachbarschaft mit der San Andreas-Verwerfung aus San Francisco einem großen Erdbeberrisiko ausgesetzt, Exposé. Earthquake, Tremblement de Terre. Den 18. April 1906 gauf das bisweilen schwächste Erdbeben betraf das Gegend von San Juan Bautista bis Eureka. Es hat eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala. Durch Feuer und Explosionen gaufen damals drei Viertel von San Francisco zerstört. Gaufen zerstört. Und die Detroit. Voilà. Zwei Kehre mit dem Velo. Ich ging schon so zweimal mit dem Velo. Ich war zwei Kehren da. Ich war ein Keher da. Ich war zwei Kehren da. Zwei. Ging ich. Nur zwei ging ich echt da mal so. Ich war zweimal da. Ja, da war ein Veluspist, schreibt der Pascal. Michael schreibt, ich war mehr Dachs da, wie ich zählen kann. Alexandre schreibt, ja, Golden Gate Bridge Rules, aber ganz lüftig. Also, viel Luft, ja, normal. Mittags wie zuletzt beschreibt Alexander für Michel, ja. Dann, was tun wir als nächstes? Ich hatte aber noch den San Francisco-Artikel aus dem deutschen Wikipedia. Was ist denn dann? Hast du verschwunden? Da sind aber auch noch viel, viel, viel mehr Informationen über San Francisco. Auch noch über die Golden Gate Bridge. Auch für und allem, wenn es der Farf. Wisst ihr, für was das Golden Gate Bridge orange ist? Dann hast du dann im englischen Wikipedia, wo ich das gelesen habe. Sorry. Englische Wikipedia. Voilà.
Color. Ne, steht doch nicht da. Ich fand es so. Ich hatte gelesen, ja, nicht zu San Francisco, da muss die Golden Gate Bridge. Ah, Schlaumeier. Da muss ich schon Golden Gate Bridge sehen, schön, ja, richtig. Golden Gate Bridge, ja, da war's. Und dann die Color. Also, ich nicht da. An Orange. Och ne, da war der dann Deutsch. Sorry. Wisst ihr, für was die Orange Farbe hat? Ich gehe mal zurück an mein Hauptmenü. Und da sehe ich nicht nur den Orangen. Ich hatte das aber gelesen. Das ist ja nicht bescheuert. Das ist ja nicht geckisch. Boah, da war es vielleicht an dem Französischen. Orange Farbe ist immer discounted an der Solden. Liam Fred, kannst du mal ein Plugin vom Englischen den Artikel übersetzen? Ja. Mei, da sind so viele Fehler. Das ist besser nicht. Gibt kein Adjektiv für viel Wand. Das ist viel Luft. Das Wand ist so im Englischen nicht lüftig, echt da. Weil es Farbe vom Rasch das. Nee, das ist nicht, was ich gelesen habe. Das ist nicht mehr rastisch, wandisch, ja, ganz wandisch, wandisch. Ich gucke mal nur bei wandisch. Ne, steht nicht einmal OD. Lüftisch. Ich gucke mal bei lüftisch, ob du ein Synonym hast für lüftisch. Ne, auch kein Synonym. Nee, ich hatte an dem Wikipedia-Artikel gelesen, dass es orange wäre, für das in Brick gut gesagt. So you can see it well. Hat ich gelesen. An lo fand ich natürlich nicht. Komisch. Mir das immer so, wenn ich etwas will weisen, dann fand ich das natürlich nicht. Mir verwehrt ist die Golden Gate. Das ist ja aber nicht, das ist ja nicht wie als Golden Lady. Wir sehen das. Ich fand es nämlich, sorry. Wurde vielleicht an dem Lützebäusche gestanden, kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Der Dienst ist vom Ohr abgefallen als Liam, da das sei am Wikipedia höchste Links. Wenn du klickst, du kriegst du die Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und so weiter, Armeesprachen. Aber nicht von dem do Artikel, mehr einfach die englischsprachige Seite von dem Artikel. Mit das nicht ein zu ein, die versagt. California ist the Golden State. Nee, Wandisch. Also ich kenne Wandisch nicht, ich so lüftisch. Das nimmer raschte, schreibt der Pascal. Das ist nicht weit gelesen. Ich präpare ja nicht für mehr. Ich fand nicht schon. Merci. Bon, und dann als nächstes Aktualität oder Promi-Quiz. Vielleicht könnt ihr nur vom Cartier. Ah, machen wir mal ein bisschen eine Promi-Quiz. Geht auch etwas Kleines zu schaffen. Geht schon am zurück, hi. San Francisco. Wow. Golden Gate Bridge. Bananenschub, pass auf. Sonst fällt es ins Wasser. Ja, wir sehen den Namen von einer bekannter Person. Promi-Quiz. Schreibt der Frohe. Schreibt, schreibt, schreibt. Und ich beantworte sie dann. Golden Gate, weil es war dir für die Bay und Golden Rush. Golden Rush, also Rush für das Gold. Weil die Leute auch nur Gold sicher gegangen sind.
Ich habe nur geguckt, also du hast den Artikel immer ob Lützebüch, schreibt die Lea. Ja. Du hast ihn ja stellt ein gut froh. Also der Mann oder eine Frau? Ja. Wer stellt dann noch froh? Ich will nicht, dass er nur 10 Sekunden schon direkt wisst, wen er das. Michel, ja, Pascal, The Gold Rush. No longer listless. Wie heißt das Person? nicht schlecht. Du kriegst mein Special Effect. Lunchcliff. Du musst da kann ich Bild löschen. Das ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Technik von Haut. Ja, schreibt mal ein paar Frauen und ich beantworte dann. Na, Alexandre fragt, was für ein Beruf wird das Person? Ja. Allez, schreibt. Schafft doch ein bisschen. Wieso war kein Fehler? Also, der Mann oder eine Frau, was für ein Beruf wird das Person? No longer listless. Eng Banan? Nee, das ist kein Banan. Ist das schon ein Mensch? Hä? Das ist ein Promi. Ein Promi, also eine bekannte Person. Ja, bekannte Person kann ich wirklich so. Und dann. Nimm drei frohe bislo. Sit nicht so kommod, sit nicht so gemütlich. Alexandre Mohlrouden, ein Schauspieler. Stell noch ein paar Fragen und da gehe ich erst antworten. Wieso Dax? Ja, gut. was für ein Berufszucht gingst du dann hören, Alexandre? Hä? Politiker oder Sportler oder was tun wir noch? Kosmonauten, Astronauten. Schafft das Person überall auf der Welt? Zara, tot, Fragezeichen. Kannst du vielleicht wenigstens eng froh machen, Zara? Nicht just tot. Super. Super. Geht doch nicht über Technik. Ja, Tigran, wenn ich aus der Geburt. Nee, 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 nee. Das soll ich das kennen. Das habe ich von der gelehrt. Als eine Europäerin, als alt oder jung, als ein Lützebäuer, ein Musiker. Dem Jerome sing Welt, sie Schauspieler. Ja, ich lebe in einer Fake World, an einer falschen Welt. Escapism. Ich will mich nicht mit der Realität auseinandersetzen. Maja Ludo war eine reif frohe Gestalt. Ja, was für ihr Beruf? Also eine Frau oder ein Mann? Da fängt man an. Mit das. Der so, oh, da so direkt, oh ja, das den und den. Schrecklich. Ich brauche Stunden für zu präparieren und der meint das an einer Sekunde. Ja, der Mensch, der Promi-Quiz, das ist die Nummer 2 dann. Promi-Quiz Nummer 2. Also der Mann oder eine Frau? Das ist eine Frau. Sarah, Fairy World, ja. Lachsol, kennst du das Person? Nee, ich kenne sie nicht. Also, über Ekran. Mir schon die Person noch nie
a Wirklichkeit gesehen. I never. Soll. Ich habe nie a Person. Ja, wie seht ihr so? Ich habe nie a Wirklichkeit gesehen. Immer nur über Tele, Zeitungen, Bücher. Also, Mann oder eine Frau, das ist eine Frau. Also, ein Actionfigur. Ich meine nicht. Ich meine, ich weiß es nicht. Das Mädchen ist dazu auch ein Pop, Genas. No longer listless. Glaubt rot David Katja oder dann Alexandre oder andere Leute aus dem WC, aus dem Videochat. Jo. Ich kann ja auch nicht das Leben vom Katja, vom Alexandre, engem Weltpublikum, wie nennen den das, präsentieren. Ne? Nicht schon freiwillig das. Und ich weiß auch nicht ganz viel über Katja oder den Alexandre. Dafür, wir bleiben bei Promi. Promi. Und Katja Alexander. Sie sind ein Promi hier im Videochat. Das ist Server. Sie sind bekannt im Videochat, ja. Aber sie sind noch nicht weltberühmt. Noch nicht. Können vielleicht. Zweit froh. Lieft es Frau nach? Nee. Das Frau lieft nicht mehr. Alexandre, los, ich mir alle gut Internet glaubt, trotz wenn es dem Corona. Ja, das ist noch alles, was wir haben. Am Internet, mit Google Earth, an Google Maps gucken. Oh, was ein schöner Planet. Also, die Frau ist leider tot. Wenn ihr als das Person geboren? Hallo, wisst ihr? Tigran, ihr wisst wahrscheinlich schon, wenn das. Das 1932 auf Welt kommen, zu London an England. Ich wollte immer Menschen schreiben zu London ob England, weil England ist ja eine Insel. Ich meine, England ist zu groß für das mal so ein ob. Als sie eine Statue, ich meine nicht, ich meine, ich weiß nicht, ob es eine Statue oder ein Monument von hier gibt. Könnte man oder so. Lass so lacht. Stay safe, alle gue. Merci, no longer listless. Als sie Amerikanerin, nicht Amerikanischerin, Amerikanerin, nix froh, feier, wat für eine Nationalität hat das Frau? Wir sind an der Vergangenheit. Hat. Wat für eine Nationalität hat das Frau? Sie hat die britisch-US-amerikanische Nationalität. Also britisch-US-amerikanische Nationalität. Double Nationalität. Lach soll, Batsch. Was soll ich da machen? Wenn sie kein Nanosekunden, dann wissen sie wen das. Kein Nanosekunde. Wahnsinn. Ja, wenn ihr ist das Person gestorben? Sie ist 2011 gestorben. No longer listless. Britain as an Insel, England as a land. Ah, merci. Und dann 6. Was für ein Beruf hat das Person? Sie war Schauspielerin. 7. Was für Sprachen hat das Person geschwat? Sie hat Englisch geschwat. Ich weiß nicht, ob es auch noch ein anderer Spruch geschwat hat. War das Person bestört? Alexandre, ich brauche unbedingt US-amerikanisch. Geht amerikanisch nicht durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, für was du US-amerikanisch am Wikipedia steht. War das Person bestört? Sie war purmol bestört. Hat das Person Kanner? Sie hat Feierkanner. Hat das Person an engem Bekannten, entfällt wäsch, wenn's dem F, Film mitgespielt, also passé composé, hat mitgespielt. Sie hat zum Beispiel eine Hauptrolle am Film Giant aus dem Jahr 1956 oder auch am Film Cleopatra aus dem Jahr 1963. Sarah schreibt, Richard Burton.
Das war eh von ihren Männern. Sie hat es spüren, mit dem Mensch bestört. Und dann in der Stadt habe ich es proper gemacht. Ich klicke für die Lesung zu sehen. Klick. Dann könnt ihr Wikipedia-Artikel. An der Wikipedia-Artikel aus ob Letzebäuerisch. Letzebäuerisch. So was auch die Elisabeth Taylor Enkeier bei uns am Videochat. Also, sie ist geboren 27. Februar 1932 zu London. Und war übrigens gleich so, was als erste Elisabeth Taylor geschrieben hat. Ja, lach soll, sie hört Move an. Aber anscheinend war das just so ein Trick mit Kontaktlinsen. Ja. Wir waren nicht geboren, wie sie gespielt hat, ja, auf Filmen. Also, nicht wichtig. Ja, Michelle. Elisabeth Taylor, richtig. Ja, sie ist geboren, dann 32 zu London, und sie ist den 23. März 2011, schon 9 Jahre, für 9 Jahre ist gestorben. 2011, und hier steht ein britisch Loma 2T, US-amerikanische Schauspielerin. Sie hat ihre Karriere als Kanner-Schauspielerin an der Freie Feiertscher angefangen, aber war eine von den beliebtesten Starren zu Hollywood an den 50er Jahren. An den 60er Jahren hat sie ihre Filmkarriere erfolgreich, dank avec Succès, weitergeführt. Aber bis zum Rest von ihrem Leben ist sie eine bekannte Persönlichkeit geblieben. So, sie stayed a famous person until she died. 1999 hat das American Film Institute sie die siebentgrößte weibliche Leinwandlegende genannt. Siebentgrößte. Wir sind die anderen sechs. Ja, er ist geboren, gestorben, Todesursache, Herzversagen. Cardiac Arrest. Nationalität, Vereinigtes Königreich, USA, USA. Aktivität, Philanthrop, Autobiograf, Theater, Schauspieler, Televisionsschauspieler, Schriftsteller, Filmschauspieler, Filmproduzent, Kunstsammler. Müsst alles IN, ne? Das ist alles immer eine Frage. Ah, Partei, Republikanische Partei, tja, tja. Und sie war bestürzt mit Richard Burton, Konrad Hilton. Paris Hilton. Michael Wilding, Michael Todd, Eddie Fisher, John Warner, Larry Fortensky. Ein Lebenspartner war auch der Richard Burton aus dem Foto, ja. Der Richard. Ah, den ist 84 gestorben. Der Pap, Mom, und hier kann er. Da stehen da mal zwei davon. Voilà. Hol den froh. Leinwand, ja, das ist das deutsche Wort für Ekran, Screen, Leinwand. Was für ein, Deal will da lesen, die ganzen, das, guck mal, du hast aber, ich bin nicht den einzigen Fan, ne? Du sind aber viel, du ganz recherchiert, alles über Elisabeth Taylor. Mit all ihren Filmen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ist Giant. Mit Tim High, Mom James Dean. Oh, mein. Und The Rock Hudson, ah ja. Ja, das ist meine Welt, he. Da hat ich schon mal geguckt, wie ich klang war. Ist das Oves auf der Telekom. So viel Filme, Wahnsinn. Und sie dann eine offizielle Website. Haben wir ja noch Zeit. Was für ein Deal will da dann lesen? Die von der Kantheit, später das Leben oder hier erfolgreichste Zeit. Machen wir mal Höhepunkt als Filmstar. Long time ago, when she was fab. In den 50er und 60er. Obwohl sie eh von der Star war, den MGM, Metro Goldwyn Mayer. Das ist dem am Leben. Am meisten Sohn abgestürzt, wollte Elisabeth Taylor hier Karriere an der freien 50er und der Null hängen. Accroché au clou.
Put it on the nail, so stop it. Hier huet dem Studio sinn Kontroll net gepasst, a vill vun de Filmer, déi si zougewise Grot, hunn hier net gefall. So many movies that she was supposed to act in, she didn't like. Elle a pas aimé le projet de film qu'on lui a proposé. Vun der Mitte der 50er U kritt si Rollen, déi hier du besser gefall hunn. Ugefangen mam epischen Drama Giant. An de Joren drop huet sie an enger Reihe kritisch a kommerziell erfolgreicher Filme matgespielt, darunter zwei Filmadaptationen von Theaterstücken von Tennessee Williams. Für die letzten hat Taylor a Golden Globe als Best Schauspielerin gewonnen, obwohl ihr die Rolle als Call Girl an ihrem letzten Film für MGM Girl a Butterfield 8 1960 nicht gefallen hat, kriegt sie dafür einen Oscar. Wow! Sie kriegt sogar einen Oscar. Das weiß ich nicht. Ich meine, ich kriege keinen Oscar. Ich meine nicht. Für mein Videochat. Donu hat sie einen Rekord gebracht, wie sie ihre Rolle als Cleopatra am Film am selben Namen ein Gage von 1 Million kriegt. Wie sie für ihre Rolle. Sie kriegt ein Gage. 1 Million $ für ihren Film. War bis zu dem Zeitpunkt den teuerste Film, der je gedreht wurde. So, up until that moment, it was the most expensive movie. Le film le plus cher jamais tourné jusqu'à ce moment-là. Während den Dreharbeiten hun Taylor an ihre Co-Schauspieler der Richard Burton sich auf eine Affäre gelos, die ein Skandal provoziert hat, eine Affäre, die became romantically linked, you say like that? Les histoires d'amour finissent mal. Trotz öffentlichen Missfallen nun de Burton a sie hier Beziehung weitergeführt. Er gouf 1964 bestürt. An den englischsprachigen Medien kriegte sie die Spitznamen Liz and Dick. Zusammen haben sie 11 Filme gedreht, darin die VIPs, Promi-Quiz, The Sandpiper, The Taming of the Shrew, Who's Afraid of Virginia Woolf. Für ihre Rolle am letzten genannten Film kriegte Taylor die besten Kritiken an ihrer Karriere an Hut. Ein Oscar an ein paar anderen Preise gewonnen. Zwei Oscar! Sie und der Burton haben sich 1974 schädigen lassen, müssen sich kurz darum verdrohen, reconcilier, als sich 1975 neu bestellt. Da war ich aber schon auf der Welt, mir das war mir damals absolut egal. Completely, I didn't know. Eher drauf, als das Bestätnis nicht geschieht, gehen. Ah, oh, die Wurste gehen. Und dann nimmt das später das Leben. Und Bijoux Collection, Parfum und so weiter. Die Elisabeth Taylor. Voilà. Passion. Lovers. Ja. Und hier ist den englischen Artikel über Elisabeth Taylor. Und auch, das ist mir impressionant. Das löscht von ihren Männern. Ihren, seht ihr so Männer, also ja, Lebenspartner, aber sie war bestört. Bon, heute ihr denkt froh, ja, Alexandre, richtig, Liz vor Lisbeth. Das war der Promi-Quiz von Haut, das war ja ein Mega-Success, direkt nur der dritte froh, Art Stanford. Zum Anfang einfach, hä? Für die Leute zu zernieren, zu zernieren, die Leute zu reduce them on the main questions, and then you know who it is. Voilà, dann als nächstes habe ich noch einen flotten Artikel präpariert aus dem Eldoradio, der betrifft dann Lützburg. Das größte Riesenrad könnt ob Königswiss. Das ist der Lofi Schirpe vor, das ist das größte Riesenrad. Als Alternativ von der Schirbefauer könnt ihr unter anderem ein Riesenrad ob Königswiss. Ich meine, die Kamera wäsch. Könnt ihr das besser lesen? Ob der Königswiss an der Stadt wird den 11. Juli ein großes Riesenrad installiert. Das ist die erste Sorte für das 50 Meter hohe Rad mit 36 Gondeln. Am selben Kontext geht ob der Königswiss ein Lounge installiert.
Also, Gondeln, das ist das do. Ein Gondel, zwei Gondeln, drei Gondeln. Dat huet statt der Bujameeschte Schlidi die Pulver des Mäendesch op enger Pressekonferenz zum Animationsprogramm für Tabstadt ugekönnecht. Se skala annonce, that's what she said today. Triserat ass bis den 13. September all da von 11 Uhr bis 22 Uhr op, a kascht 6 Euro, 4 Euro für Kanner ënner 10 Joer. Auf verschiedene Plätze in der Stadt, in dem Mereller Park an Strossbauer Stross, gibt weiter Vorstände als Spieler installiert. Mit dabei sind IS und Chase-Stände. Chase-Stände, wissen Sie, was das ist? Ein Chase-Stand. Muss da gut lesen. Chase-Stand. Gut ausschwätzen. Das ist für zu chasen. Chase-Stand. An IS, ja, das ist für zu essen. Interfischen, oh, mein Lieblingsspiel. Das hat man schon ein Gehei. Interfischen. Zack, da muss ich. Duck, Duckfishing. Autos gut. Autos genug. Oh, da haben wir da aber Knubautoren. Oh, da haben wir schon ein Gewürz, da geht das da mit Autos gut. Also. A Karusseller für Kanner. Die Spieler für Kanner sind gratis. Die einer Sten. Sten ist der Plural für Stand. Stand. Funktionieren nur im normalen Tarif. Alkohol geht kein serviert. Kein Alkohol. Für was? Die Leute wollen sich doch amüsieren. Fun, fun, fun. Maja, wird Ihnen froh? Ja, Alexandra, ich der Graf. Dafür lesen statt all ohne Teil. Michael schreibt, sie hätte Michael Jackson ganz gern. Ja. Die zwei wird viel verbunden. Er fand auch viele Videoclips mit hin, wo sie sich auf der Neverland Ranch amüsieren. Liam schreibt, Katja, klappt das an der Stadt haut? Nee, so wie so, wurde haut an der Stadt geklappt oder wurde haut für die Stadt geklappt? Did you manage to get there today? Liam, genau, ein Scheißstand, kein Scheißstand, du hast alles verstanden. Alexa, ich schon hat nicht geschrieben. ja, mit der Gondel kann ich leicht 2 Meter Distanz halten, das war. Scheißstand, schreibt Michel, da sind Amerikaner froh. Ja, aber sie darf ja nicht ob Job kommen. They are not allowed to come here, or do they? Kann ihn. Dritten Essay, okay. Do you win the prize with the Interfisher? Ja. Spielsachen, little toys, plastic toys. Ja. Also, Kinnigswiss, der froh dich vielleicht lo, wo hast Kinnigswiss? Voilà. Schon alles präpariert. Hier ist der Glossy Square oder auch Vorplatz mit engem A-T-A-Z einfach, Vorplatz. Und die Königswiss ich gehe gar nicht, ich dachte, das sind dann nicht mehr, das stimmt doch die ganze Zeit, die Königswiss, die wir do. Auf einmal. Ah, do, Park Königswiss. Schön nun, das ist dann da. Das heißt, Institut National de Langue. Und da wird dann der Park Königswiss. Ich kann auch die gelben Menschen hüllen. Dann zähle ich den nach innen. So. Und dann sind wir hier. Ah, Lunch, aber sie ist just Stroß verpasst. Sorry. Gehen ich denke raus. Königswiss. Menschen mal hier hin. Da. Da müsste ich sie gesehen. Ja, also hier ist normalerweise der Glossy, schon bevor er steht. Und da ist ein Theater, und hier geht Rotbrick. Und Königswiss, die wird dann hier handeln. Da. Also, wenn ich, oder geht denn einer Königswiss, wenn ich immer etwas falsch verstehe.
Jo Kulturbern aus vu Geografie und Joch net lernen. Dat hi se wieder nemmi hai, mis sie ging dann do innner komme. Ja. Satellit. Came sie hai an de Park. Für wat? Schwester lo net. Also der Park bei der Pescator. Liam, also schon ob ja, normalerweise nicht, hein? Also der Park bei der Fondation Pescator kann ich da lohnen, nicht so sagen. Und ich will nicht falsches sagen, dafür sonst dort zu leben, nicht? Michel, dann Alexandre schreibt, ja, Michel, die sind nicht erlaubt in Europa. Aber vielleicht am November. Sie ist geduldig. Alexander fragt, wo sind die berühmtesten Schießstände am Google Maps? Das ist, schreibt Schießstand an, vielleicht Fensterplatz. Naja, und dann nun ich auch noch von bei RTL. Eine ganz traurige Novelle, ein von meinen Helden ist gestorben. Denn Ennio Morricone ist am Alter von 91 Jahren gestorben. Film, das ist meine Welt. Und den Ennio Morricone hat super, super Filmmusik geschrieben. Den italienischen Starkomponist Ennio Morricone ist, wie diverse Medien melden, gestorben. Den Italiener ist 91 Jahre alt, aber war bekannt für Filmmusik. Hier war gefallen, ah, Tombi, he fell. Anders in der Suite davor gestorben, meldet Corriere della Sera. Besonders die Musik an Italo-Western wie Spiel mir das Lied vom Tod, das ist Deutsch. Oder zwei glorreiche Halunken. Hun hier bekannt gemacht. Was man Clint Eastwood. The Good, The Bad, Ende. Also 2007 krut den Ennio Morricone den Oscar für sein Lebenswerk an 2016 für die Musik am Tarantino-Film The Hateful Eight. Hier doch Musik geschrieben vom Le Professionnel, Mam Bebel, Mam Jean-Paul Belmondo. The Good, The Bad and The Ugly, ja. Liam schreibt, ein anderer von Inga 70 Jahren ist heute auch gestorben. Ich meine, wenn er den deutschen Filmschauspieler aus dem Tatort. Liam schreibt, das ist schon mal kein direkten Traum für Pfarrer. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht. Können die überhaupt Pfarrer organisiert? Weil sie organisieren sie zwar, aber finden es auch statt, weil. Da denkt ihr davon auch, ob die zweite Welle lockt oder wie der Virus. Der Virus ist immer noch da, he? Hallo? Wir machen es in einer Potrin am Videochat, dass eine Pandemie dabei sind. Das ist eine Katastrophe. Ich vergesse nicht doch, Heinz, du. Das ist so, das ist wie immer. Nee, das ist nicht, das ist dort gefährlich dabei sind. Halunken, Alexander, der Gangster. The Mission, dem sein Hobo. Ah, er hat ja noch Musik geschrieben von The Mission. Okay. Bon, dann haben wir als nächstes, ja, justement, als Gesundheitsminister, Madame Paulette Lehnert, mir vielleicht diese Verantwortung überschätzt. Diese Verantwortung, der Tisch, dir selber sieht verantwortlich. Ich hatte halt nur geguckt, wie ich präpariert und Lektion. Responsabilité propre, an einem Englischen aus der Eigenverantwortung. Personal responsibility. An überschätzen, c'est surestimé. Overestimated. Mom Dekonfinement hat Santi mit einer Hose von den neuen Infektionen gerechnet, aber nicht, dass es so klar wenn es Privatparty wäre. Sie wussten, dass durch ein Dekonfinement nicht an die Lut geht, aber nicht durch Privatpartien. Mehr
Südfrieden hat schon die Regel gehabt. Tos von den Neuinfektionen an den letzten 2 Wochen. Oh, du hast den wir kein Grund für zu panikieren. Mehr 50 neue Fälle pro Tag. Das ging mir aber Sorgen machen. 50 neue Fälle pro Tag. Ça fait des soucis. Makes you. Gives you worries. Ja. Causes sorrows. Wird Gesundheitsminister Mensch in einem Interview mit Paper Jam, das ist eine Zeitung, gesagt. Die Leute hätten ihre Meinung noch, according to her, selon eux, der Paradigmenwechsel. Oh, das ist ein schönes Wort, Paradigmenwechsel. Ich übersetze dann noch nicht. Vom 10. Juni falsch verstehen, also the message geht vielleicht doch schon durch. Sobald es ihm erlaubt, für mehr Leute anzuladen, während Leute auf dem Maximum gehen, ohne verstehen zu haben, dass der Virus noch immer da ist. Ja, still there. Wir haben vielleicht diese Verantwortung überschätzt, so die Paulette Lehnert. Gesundheitsminister sagt, es wird menschlich und es wird nicht froh, ob ihn nur enttäuscht wird oder nicht. Es wird aber alarmant, weil etwas nicht so gegangen ist, wie wir es erwarten. Ah, sie geht so, sie hätten sich etwas ernst erwartet. Donc, ils avaient espéré ou compté sur un autre résultat. They thought it would be different. But the message was misunderstood. Mit dem Konfinement hat Sante mit einer Hose von den Neuinfektionen gerechnet. Per Konter hat es sich nicht erwartet, dass es so klar wie es Privatparty wäre. Minister sieht, sie gegen ein Lode Problem gesehen und ein Lode gegen Dremsko zu reajustieren. Und dafür bin ich froh. Als vor Triesrat, als das ein gut Idee. Es ist vier vor, ja, okay, das ist schön. Mehr mehr haben eine Pandemie, hallo. Und vor als ein bisschen mehr wie eine Privatparty. Aber bon, ich weiß auch nicht. Bei Rassemblement, da mit Männer wie 20 Leute, bleibt es bei Rekommendationen. Alles, was drüber ist, da geht die Maske an Distanz obligatorisch. Also 20 Leute, das ist eine Rekommendation. Und mehr wie 20 Leute, als Maske an Distanz obligatorisch. Voilà, das ist die Situation heute zu Lützburg. Michael, ja, das ist auch meine Frau geschieht vor. Mir so nicht geschieht vor, mir findet vor statt. Und am Moment gesagt, es doch nur aus, sie organisieren. Man muss ich gucken. Ne? Par contre, Eugenia, das parle wie im Französischen. Contre ersetzt contre mit contre. Google, the hammer and the dance, für das besser zu verstehen. Okay. Liam schreibt, aber haut aus 12, just 20 Neuinfektionen. Also, wird es ein bisschen beruhigt? Situation ist ja mehr ein bisschen. Ich meine nicht, das Joa, schreibt Liam. Mehr mal gucken, was die Regierung sieht. Ja, definitiv, dass die Regierung, die heute da, das lässt wird, an auch die Verantwortung. Voilà. Ah, dann habe ich noch einen letzten Artikel, was ist das? Ah, als Freund aus Frankreich, sie haben eine neue Regierung, heißt Licht von den Membern von der neuen Regierung, und du hast den absoluten Mega-Superstar, natürlich, Jocelyn Azramdo, juppie. Am meisten Abend gab es die Zusammensetzung von der ersten Regierung vom neuen Premier Jean Castex annonciert. Ob ein paar essentielle Posten sind, es neu nehmen, nouveau nom, an dieser Regierung. Der neue Justizminister wird Eric Dupond-Moretti, der Gérald Darmanin wird Innenminister, auch dem Welt kriegt ein neues Gesicht mit Barbara Pompili, daneben kriegt Kultur ein neues Minister mit Roselyne. Weil er heute alle gut nimmt.
An Drosselin kennen ich, weil da das andauernd ob LCI. Elle tout le temps sur LCI. Dafür kenne ich die Madame. Und die war früher auch ministerisch, Madame Bachelot, wie ich sehe. Aber ich meine, da war sie für Zante, kann das sehen? Kann vielleicht immer hier am Videochat das bestätigen. Voilà, was schreibt man da Schönes? Hallihallo, Frau Ministerin Alexandre. Der Mensch ist schwach. Kein Limite für ihn hecht. The limit is the sky. Sky is the limit, ja. Also Party mit 100 Leuten. An wie Party seht, die seht natürlich. Das ist das, was ich so hör. Let's groove tonight. Mama. Wir wollen uns amüsieren. Party, Spaß. Ich hätte recht, mein Bananenjub. Pass auf, Bananenjub, sonst stößt nicht dich an der Fels und Wasser. Sie schön brav. Wir müssen gucken, wie 12 von den Sonden ist. Ja, wir können gucken, aber was willst du machen? Ne? Die Leute sind satt. Sie sind satt, immer daheim zu hängen. Immer den Videochat mit dem Jerome zu gucken, mit dem Bananenjub. Sie wollen Party. Aha. Sie hat Roseline, sie hat viel Masken erkauft, ja, Freya. Alexandre, Roseline war die Frau, die Impfung auf Frankreich gegen Schweinflu, aus der Schweinspest 2009 angesagt hat. Ersatzsendung. Alla. Komm mal besser. Ersatzsendung. Von Stadt nicht ersetzen. Ah, inséré, ajout, ja, mir heißt nicht inséré. Elle a fait appel. Ja. Elle a utilisé. Das ist am besten. Voilà, she used. Und dann, Vaccin. Bananenjub kriegt kein Covid-19. Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, hä? Der Bananenjub war lo ganz nah bei mir. Das sind keine 2 Meter. Muss aufpassen. Aber nicht. Das Luft, das geht schon durch. Ich kann Maske. Zöll ist nicht so heiß das Weekend. Okay, da gucken wir. Dem Gabriel sein oder sein Hobo? No longer listless. Ich verstehe nicht, ne? Das ist mir zu heiß. Dem Gabriel singen oder sein Hobo. So, wird nach Ihnen froh, wie viel Hunger? Oh, das schon noch im Zingauer. Maja, das war dann der Videochat für heute. Dann wünschen Sie euch noch einen schönen, flotten Abend. Geht nicht ab. Guckt euch meine Internetseite nun an. Exercice.lu, Grammar.lu, und dann hoffe ich, dass da mal einen schönen Tag kriegt. Ich bin im Moment noch bei mir in L am Gang. Da machen wir Journée Pädagogiken, aber über Zoom. Und am Mittwoch gehe ich an die Gebäude. Das sind mündliche Tester. Aber nicht für Double Nationalität. Ja, das ist gefährlich. Merci Pascal, au revoir. Merci alle gut. Ich probiere lo hier noch zum Schluss meinen neuen Effekt. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, dann eben fängt an. Okay, ja. Merci auf jeden Fall. Bis morgen. 21 Uhr.
Nicht.